Die Eisenbahnfreunde Witten sind ein sehr rühriger Verein. Eine ihrer Hauptaufgaben sind Dia-Vorträge über Eisenbahnen aus aller Welt. Das Vereinsheim der Eisenbahnfreunde befindet sich im denkmalgeschützten Wittener Bahnhof, dessen Geschichte im Dia-Vortrag von Vereinsmitglied Uli Hake aufbereitet wurde. Eine 03 hoch 10 aus Hagen mit einem Sonderzug für die Kinderlandverschickung zur Nordsee. Jetzt sind wir so ungefähr in den 60er Jahren. Ja, die 78er Baureihe war ja für Witten etwas Besonderes immer, weil ja auch ein Denkmal der 78-510 lange in dem Ausbesserungswerk gestanden hat. Nochmal die Baureihe 78 im Bahnhof Witten selbst in ihren alltäglichen Diensten. Hier sehen wir links das Stellwerk zum BW Witten gegenüber der Lehrwerkstatt des AWs und davor einen Wittfelschen Speichertriebwagen. Hier sehen wir das Stellwerk Witten Hauptbahnhof, früher Witten ST, das also an der Ausfahrt in Richtung Wetterhagen liegt. Hier ein Blick in das Stellwerk Witten Fahrdienstleiter mit dem Stellpult und den Bediensteten davor. Die Ablösung des Wittfelschen Triebwagens war natürlich der ETA 515 hier im harten Winterdienst in Witten Hauptbahnhof. Ja, der VT 36 aus Wuppertal-Steinbeck machte seine täglichen Dienste über Witten nach Recklinghausen. Seine Lautstärke war unüberhörbar. Das war die Ablösung des VT 36, der Zug nach Gevelsberg-Schwelm. Die V 45 von den ehemaligen Saareisenbahnen war ein exotischer Gast in Witten. Er gehörte zur Ausrüstung des AW Witten und stand aber natürlich oft im Bahnhof Witten aufgrund seiner Rangieraufgaben. Die V36 war natürlich auch eine ganze Weile im AW Witten als Rangierlok beheimatet und auch die V20, später 270 genannt. Hier der Museumszug der DGEG im Bahnhof Witten. Der spektakulärste Lokzug, der Witten je erreicht hat, im Jahre 1985 auf dem Wege zur großen Ausstellung 150 Jahre Deutsche Bahn in Dahlhausen. Eisenbahnfreunde in freier Wildbahn. Meist sind sie kamerabewaffnet und irren, so scheint es für Außenstehende, manchmal etwas ziellos durch die Wiese. Eisenbahnfreunde sind meist vom männlichen Geschlecht und können ihr Tun den Frauen wohl schlecht vermitteln. Eisenbahnfreunde nehmen ihr Hobby ernst und dulden keine Andersdenkenden. Schon in der Kleidung unterscheidet sich der Amateur vom Profi. Der weiß, dass an der Strecke Brombeerstacheln und Brennnesseln lauern. Et gut. Aber gute Ruhe. Aus dem Bild! Fern! Endlich kommt das Objekt der Begierde. Die Super Elna, eine fünfachsige Dampflok der Kassel-Naumburger Eisenbahn, fährt heute nur für die angereisten Fotografen aus Witten. Eisenbahnfreunde Witten haben diese Fotosafari mit dem Museumszug des Hessenkurier organisiert und dirigieren das Lokpersonal von Fotopunkt zu Fotopunkt, wo sogenannte Scheinanfahrten stattfinden. Für ein gutes Foto muss das Zugpferd mit Dampf und Qualm in Bewegung sein. Der Scheitelpunkt der Strecke Kassel-Naumburg wird bei Hof erreicht. Die kurze Pause wird für Porträtaufnahmen zweier wohlgenährter Vereinsmitglieder genutzt. Die Eisenbahnfreunde sehen also ihr fotografisches Tun doch nicht ganz so verkniffen und können auch mal über sich selbst lachen.
Porträtaufnahmen auch vom Triebwerk der Lok. Wie die Dampfloktechnik aussieht, ist wohl allen Eisenbahnfreunden bekannt. Wie sie aber funktioniert und was sie technisch darstellt, dieses Wissen ist nur wenigen Experten vorbehalten. Ja, nee, das ist ja diese Winterthur-Steuerung. Das ist so ein Verschnitt aus allem, was es mal gegeben hat und davon das Sparsamste. Die hat ja auch keinen... Tja, was war das gleich? Der doppelte Spannmuffen-Federring, der da fehlte. Für die Fotografen ist das unerheblich. Jetzt wird für verkrautete Fotostellen das geeignete Mehrwerkzeug eingeladen. Der zweite, ja. Oh. Oh. Sir, bleiben Sie ruhig, Sir. Mach oh. Überbord. Weiter geht's. So haben sich wohl die meisten Wittener Eisenbahnfreunde betätigt, um unwiederbringliche Eisenbahnfotos zu schießen. Und um diese Bilderflut auch präsentieren zu können, entstand vor 20 Jahren der Wittener Diaguckverein. So nämlich bezeichneten Spötter die Eisenbahnfreunde Witten. Dass der Verein jedoch viel mehr auf die Beine stellte, wollen wir in Ausschnitten zeigen. Der Vorsitzende Jens Grünebaum erzählt nun die wahre Geschichte. Am 9.3.2003 feiern die Eisenbahnfreunde Witten ihr 20-jähriges Bestehen im Clubheim im Wittenauer Bahnhof. Vor 20 Jahren haben sich im damaligen Ausbesserungswerk Witten interessierte Eisenbahner und Eisenbahnfreunde zu einer Bahnsozialwerksgruppe zusammengeschlossen, um Erfahrungen auszutauschen und um die damalige Denkmalslokomotive 78510 vor dem Verfall zu retten. Und nach einem Beschluss von 1984, also ein Jahr nach der Gründung des Vereins, an dieser Lokomotive aktiv zu helfen, sie wieder aufzuarbeiten, um für das Verkehrsmuseum Nürnberg zur Verfügung zu stellen. Bis in dieses Vereinsheim hier im Wittener Hauptbahnhof war es ein langer und steiniger Weg. Die ersten Dia-Vorträge fanden im ehemaligen Sozialgebäude des Ausbesserungswerkes statt, welches noch aus bergisch-märkischer Zeit stammte. Ich habe heute die große Ehre, einen Lichtbildervortrag. So fingen viele Dia-Vorträge des Gründers und ersten Vorsitzenden Manfred van Kampen an, die immer wieder eine gekonnte Mischung aus unterhaltsamen Anekdoten und technischer Hintergrundinformation sind. Immer wieder drehte sich das Thema um die Dampflokomotive. Nach wenigen Jahren mussten wir in das neue Sitzungszimmer in der großen Richthalle umziehen. Dort waren wir dann bis ca. 1994. Da hat ja dann die Deutsche Bundesbahn aufgehört zu existieren. Im Rahmen der Umstrukturierung der Deutschen Bahn AG und natürlich Umstrukturierung im Weichenberg selber sind wir dann Mitte der 90er Jahre durch glückliche Umstände hier in den denkmalgeschützten Hauptbahnhof gekommen und haben erst Räume in der Dachetage gehabt und sind mittlerweile hier in der ersten Etage des Bahnhofs heimisch geworden. Im Jahr 1999 rollte 44-16-16 in den Bahnhof Witten, um für Filmaufnahmen nochmal einen Güterzug zu bespannen. Vor der Fahrt wartete die Lok unterhalb der berühmten Dachetage und räucherte sie zur Verzückung der Anwesenden ein. Traumkohlen hast du da drauf. Richtig diese hier. Anständig noch drauflegen, wir brauchen noch was in der Bude hier. Immer reinkommen lassen. Ah, Leute, riecht mal. Also wir werden jetzt in die Annalen schreiben, heute ist der Durchräucherungstag durch 44, 16, 16. Wasser, das erwarte ich nicht und dann geht er so mit der Schippe und dann steuern, links, rechts und dann sage ich immer mehr drauf, härter, härter. Junge, lass es lieber. Albert, so ein bisschen topfen sehen. Also bis zum Viadukt. Ist genug, wenn du einen kennst, der hier mal Qualm in der Bude bringt. So ist das. Heutzutage würden die Eisenbahnfreunde Witten die 44 aus dieser Perspektive sehen. Sie sind eine Etage heruntergezogen. Die alten Räume der Dachetage dürfen aus Brandschutzgründen nur noch als Archiv benutzt werden. Die neuen Räume waren in monatelanger Arbeit renoviert und umgebaut worden.
Der neue Vortrags- und Sitzungsraum hat eine Durchreiche zur modern eingerichteten Küche erhalten, in der für das leibliche Wohl der Anwesenden gesorgt wird. Nun aber zurück zu den Anfängen. Die Eisenbahnfreunde Witten betätigten sich bei der Aufarbeitung der Museumslok 78510 im AW Witten. 1985 nahmen die Eisenbahnfreunde anlässlich der 150-Jahr-Feier der Deutschen Eisenbahnen an der Fahrzeugparade in Nürnberg teil. 1988 fand die Lokomotivtaufe der vereinseigenen Feldbahnlok Ingrid durch Frau Ingrid Schneider vom BSW Essen statt. Außerdem veranstalteten die Eisenbahnfreunde Ausflugsfahrten in verschiedene Regionen des Ruhrgebiets. Ihr 10-jähriges Jubiläum begingen die Eisenbahnfreunde im AW Witten mit einer Fahrzeugausstellung. Jürgen Sauer war damals gut drauf. Auf jeden Fall, ich habe mich um den guten Zustand sämtlicher Lokomotiven bemüht. Hast du ihn ja auch erreicht? Ja. Pendelfahrten zum Hauptbahnhof, ein Verkaufsmarkt, der obligatorische Bratwurst- und Imbissstand, eine Modellbahn und Fotoausstellung rundeten die Veranstaltung im AW Witten ab. Hier wurde die Abschiedsfahrt der Baureihe V100 auf der Strecke Dortmund-Iserlohn von den Eisenbahnfreunden Witten begleitet. Die Ausstellung 150 Jahre Bergisch-Märkische Eisenbahn im Märkischen Museum in Witten, die in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, Archiv Witten und der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft Burgestra Bochum entstand, ist von den Eisenbahnfreunden Witten im BSW mit vielen Aktivitäten begleitet worden. Das unlackierte Modell der 03213 war das Juwel der Ausstellung und ließ die Dampflokromantik erwachen.
Das Modell der Schnellzugdampflok musste aus Hannover herangeholt werden und war wahrscheinlich das letzte Mal öffentlich ausgestellt. Im Jahr 2002 wurde es nämlich im Vorzimmer von Bahnchef Medon wiederentdeckt. Die Ausstellung dauerte bis zum 28. Februar 1999 und brachte dem Museum einen täglichen Besucherzuwachs von manchmal mehreren 100%. Und wer ihn noch nicht kennt, hier der langjährige Vorsitzende der EFW, Manfred van Kampen. Ich bin der erste Vorsitzende der Eisenbahnfreunde Witten im BSW sowie der Bezirksbeauftragte für die Freizeitgruppen Historische Bahn, Modelleisenbahn und Eisenbahngeschichte im Bezirk Essen. Die Eisenbahnfreunde Witten sind Hauptinitiator der Ausstellung 150 Jahre Bergisch-Märkische Eisenbahn im Märkischen Museum zu Witten und Ausrichter der Jahresabschlussfahrt nach Siegen unter dem Motto Winterdampf. Eine historische Dampfzugfahrt mit der 38-2267 und dem Museumszug aus Bochum-Dahlhausen bildete am 19. Dezember 1998 den Höhepunkt dieses Jubiläums. Seit nunmehr 150 Jahren steht Witten unter Dampf. Wenn auch die Dampflokomotiven nicht mehr regelmäßig hier auftreten, so sind es die Eisenbahnfreunde Witten im Bahnsozialwerk, die regelmäßig an die Antriebskraft des Dampfes recht energisch erinnern. Anlässlich des Jubiläums zum 150. Geburtstag der hier ansässigen Bergisch-Märkischen Eisenbahn machten sie mit Vorträgen und einer Ausstellung im Bergischen Museum auf dieses Ereignis aufmerksam. Vorsitzender Manfred van Kampen erläutert die Problematik mit dem eigentlich kunstzugetanen Museum. Das Museum ist bezüglich Auskünften eisenbahntechnischer Art überfordert. Die können über weibliche Akte so hier und da mal was sagen, wenn man mal genau hinguckt. Aber die sind auch meistens sehr eckig, da kann ich vielleicht mehr von sagen, weil ich die Rundungen besser kenne. Aber von Eisenbahn haben die alle keine Ahnung. Deshalb müssen wir denen helfen
um dem hochverehrten Publikum da die Ehre zu erweisen. Wir hoffen ja, dass mindestens 200.000 Besucher kommen in den 3 Monaten. Nicht täglich, 3 Monate. Dann möchte ich dem ungeduldig harrenden Vortragenden jetzt das Wort erteilen und bitte um die ungeteilte Aufmerksamkeit und so weiter. Prost! Der Vortrag heißt ja aus der Geschichte der ersten Strecke der Bergisch-Märkischen Eisenbahn, die vor 150 Jahren Witten erreichte. Und insofern ist der Ort Witten ja sicherlich sehr betroffen von dieser Situation. In Witten wurde die Zentralwerkstätte der BME errichtet, auf deren Gelände sich heute das Weichenwerk der Deutschen Bahn AG befindet. Das Werk beeindruckt durch seine Größe. Es liefert Weichen und Gleiskonstruktionen in die ganze Bundesrepublik. Die heutigen Fertigungsanlagen stammen aus den 40er Jahren. Ihnen mussten die alten Hallen aus bergisch-märkischer Zeit weichen, die der Ausbesserung der BME-Lokomotiven und Wagen dienten. Die erste Strecke der BME führte von Wuppertal über Witten nach Dortmund. Heimatforscher Ulrich Hake beginnt seinen Vortrag in Wuppertal. Elberfeld-Döppersberg, dort begann die BME mit ihrer Strecke. Und zwar ungefähr 920 Meter von dem Punkt entfernt, wo die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn endete, nämlich in Steinbeck. Am 28. Dezember 1848 fuhr dann der Eröffnungszug von Elberfeld nach Dortmund, und zwar mit der Lokomotive Nummer 9 der BME, und zwar war das die Lokomotive Barmen, die von der Barmer Lokomotivfabrik Wewer gebaut worden war. Diese Firma hat 4 Lokomotiven an die BME geliefert, und zwar alle nach dem Muster der Coquerel-Lokomotiven aus Serang, aus Belgien, die großer Hauslieferant der BME gewesen sind. Wenn man die ganze Geschichte der Eisenbahn betrachtet, kommt man nicht dran vorbei, Friedrich Harcourt zu erwähnen, denn er hat sich also ungeheuer bemüht. Und er hat dann ja auch 1825 einen ersten Artikel verfasst und hat sich also intensiv darum bemüht, der Kaufmannschaft das Problem Eisenbahn nahezubringen. Die erste Trasse war jetzt der Weg von Elberfeld bis Schwelm. Nach 1929, nachdem also die Stadt Wuppertal entstanden war aus den Teilen Elberfeld, Barmen und Rittershausen, da wurde der Bahnhof in Wuppertal-Elberfeld umbenannt. Zum Ende der Dampftraktion wurden 1964 die Bahnsteighallen in Elberfeld wegen der Elektrifizierungsmaßnahmen abgerissen. Zurück zur Anfangszeit der BME. Der erste Bahnhof in Elberfeld stand ein paar Meter weiter in Richtung Hagen. Und dort war auch die erste Werkstatt. Das Interimsgebäude, also das Gebäude des ersten Bahnhofs Elberfeld, das also seinen Betrieb hatte bis zum Jahre 1850. Das erste Gebäude steht immer noch in der östlichen Ausfahrt des heutigen Wuppertaler Hauptbahnhofes. Seit Mai 1998 verkehren hier die ICE-2-Halbzüge. Bei besonderen Anlässen kommen Dampfloks noch heute durch Wuppertal. 41360 passiert in der Einfahrt Barmen eine berühmte Adresse, die Siegestraße Nummer 94, oberhalb der BME gelegen. Hier residierte bis 1971 der wohl berühmteste deutsche Eisenbahnfotograf aller Zeiten, Karl Bellingroth. Sein Lebenswerk ist eine einzigartige Negativ-Glasplattensammlung, ohne die eine bildliche Dokumentation der Eisenbahnentwicklung seit dem Ersten Weltkrieg kaum möglich wäre. Dabei hatte Bellingroth einen einzigartigen Stil der Landschaftsfotografie kreiert. Eine weitere Stärke des Altmeisters war die Lokomotivstandardfotografie,
die die technische Eleganz besonders der Dampflokomotiven hervorhob. Und das war der Blick von Karls Kanzel, dem Balkon vor seinem Arbeitszimmer. Von der Kanzel aus wurde so mancher Schnappschuss getätigt. Ja, hier grüßen die Eisenbahnfreunde eine V200. Und Karl Bellingrott hat von seiner Kanzel, von dem Balkon aus seiner Wohnung, die Eisenbahnfreunde fotografiert. Ich kann mir heute noch nicht verzeihen, dass ich da hochgeflogen bin. Wir sind jetzt in Oberbarmen und dem Bahnhof, der also in der ersten Zeit Rittershausen hieß. Und das Stellwerk ist noch weit vor dem Kriege abgebrochen worden und hier hinten hin verlegt worden. Das ist jetzt auch in Oberbarmen ein VT-70. Mit der Aufnahme des elektrischen Betriebes auf der ehemaligen BME-Strecke im Mai 1964 verzeichnete der Strukturwandel einen erheblichen Fortschritt. Dann nach dem Bahnhof Schwelm begann das Unheil. Und zwar wäre an diesem Abschnitt der Sektion 2 beinahe die BME in Konkurs geraten. Denn hier musste die Wasserscheide zwischen Wupper und Ennepe überbrückt werden. Und es wurde also ein Einschnitt ausgeführt. Dieser Einschnitt bei Haus Martfeld, diesem Schloss, ist 1,5 Kilometer lang und der höchste Punkt hatte von Schienenoberkante bis zur Höhe des Berges 25 Meter. Das ist der Einschnitt in einer Aufnahme von Karl Bellingrott und interessanterweise ist es eine Lokomotive, die heute noch existiert, 03001. Hier ist ein VT-06, sogenannter fliegender Kölner, unterwegs zwischen Berlin und Köln in der Nähe von Milsberg. Jetzt sind wir beim Bahnhof, der heute heißt Gevelsberg, Ennepetal, und damals hieß er Milsbe. Der Kruiner Tunnel wird von der sogenannten Talbahn Hagen-Altenförde benutzt und durchsticht den hohen Bahndamm unserer Jubiläumsstrecke hinter dem Bahnhof Milsbe, dem heutigen Bahnhof Ennepetal. Die nächste Szene führt uns an das Steigungsstück zwischen Hagen-Haspe und dem Damm über den Kruiner Tunnel. Eine Kölner 03 naht. Und dies ist nicht der erste Bahnhof Haspe, sondern der zweite, sehr pompös ausgeführt. Und das lag einfach daran, weil dieser Bahnhof ungeheures Geld brachte. Denn gegenüber war die Hasper Hütte und die Hasper Hütte transportierte Rohprodukte wie Fertigprodukte über die Bahn. Vor der Hasper Hütte hat Bellingrott, glaube ich, die meisten seiner Lokomotivaufnahmen gemacht. Ich kenne kaum eine Baureihe, die er nicht erwischt hat. Die Hasper-Hütte wurde anfangs der 80er Jahre geschlossen. Die Gleisanlagen des Bahnhofs Haspe werden nur noch genutzt, wenn es in anderen Bahnhöfen zu Betriebsstörungen kommt. Einer der ersten Hochgeschwindigkeitszüge war der durch eine Luftschraube angetriebene Schienenzeppelin. Auf dem Wege zwischen Haspe und Hagen sehen wir da mal wieder den Krokenbergschen Schienenzeppelin, der ja dann 1931 im Juni hier die BME-Strecke besuchte. In Hagen-Weringhausen wurde er von allen Seiten fotografiert. Bei diesem Foto ist die Häuserzeile auch heute noch zu erkennen.
wie die Szene von der Güterbahn im Hintergrund und der parallel eine Etage tiefer führenden Strecke Dortmund-Brügge beweist. Das handelt sich also hier um den Bahnhof Hagen. Das ist dann der zweite Bahnhof von Hagen, der steht da, wo also heute hier die Gebäude der Bahnpolizei sind. Hier entstand auch diese nachkolorierte Postkarte dieser seltenen preußischen P7, einer Nassdampf-Verbundlok. Sie wurde in einer für Preußen verschwindend geringen Auflage von 15 Maschinen gebaut. Das ist der Bahnhof, der 1910 in Hagen errichtet wurde. Das ist der dritte Hagener Bahnhof. Bis 1976 war der Hagener Hauptbahnhof Zentralhaltestelle für die umweltfreundliche Straßenbahn, der man auch heute noch nachtrauert. Die Luftaufnahme verdeutlicht, dass der Hagener Hauptbahnhof die Innenstadt von der Schwerindustrie abtrennte. Das ist also aus der Zeit vor dem Kriege. Das bedeutende Stellwerk 2 mit seinen beiden Signalbrücken überstand leider den Zweiten Weltkrieg nicht. Für mich ist die Aufnahme das Flair der 20er und 30er Jahre, wie ich es als Kind in Hagen erlebt habe. Von Altenhagen nach Eckesey führte ja eine Brücke in das hier liegende BW. Bis 1880 war hier ein ebenerdiger Übergang. Die Brücke hier wurde natürlich auch während des Krieges so stark bombardiert, dass sie zusammenkrachte und der gesamte Hagener Bahnhof war in der Mausefalle. Und wenn man jetzt mal hier nebenan hinguckt, das ist das BW Hagen-Eckesey, die vorne sitzen können das hier lesen. Das Reichsbahnbetriebswerk Hagen-Eckesey war die Musterdienststelle für Maschinen, die den Schnellzugdienst im Mittelgebirge bewältigen mussten. Die P10 war seit ihrer Ablieferung 1922 bis zum Ende des Krieges wichtigste Gattung in Eckesey. 01, 01 hoch 10 und schließlich die 03 hoch 10 traten ihre Nachfolge an. Auf der Drehscheibe vor der Rechteckhalle filmte Manfred Streppelmann eine 78. Die preußische T18 war als Personenzuglok auf allen ehemaligen BME-Strecken anzutreffen. Die 03 hoch 10 Gruppe hat ja in Hagen ihr, ja ich möchte fast sagen, unrühmliches Ende gefunden, denn es war ja eigentlich noch nicht notwendig, die Lokomotive abzuschaffen. Zwischen 1961 und 1963 wurde dann diese Brücke, die wir vorhin zusammengebrochen auf den Gleisen sahen, neu gebaut als Betonbrücke. Und hier sehen wir nochmal das Stellwerk, das inzwischen auch schon abgerissen ist, zur Einfahrt zum BW. Das neue Stellwerk HPF liegt auf der anderen Seite der Bahnhofsausfahrt. Alle 26 DB-Maschinen der Baureihe 03 hoch 10 waren nach ihrer Modernisierung in Hagen zu Hause. Noch in der Dampflokzeit beflügelte die DB ihre Fernverbindung mit dieselhydraulischen Schnelltriebwagen. Mit Ablieferung der V100 begann auch in Hagen das Dieselzeitalter. Bis in die 90er Jahre waren die Hagener V100 nicht aus dem Nahverkehrsdienst wegzudenken. Heute gehören die restlichen 11 Maschinen dem Geschäftsbereich Cargo und fahren nur noch Güterzüge. Blick in die Lokleitung, die seit 1998 nur noch zum Geschäftsbereich Cargo gehört und nur den Personaleinsatz und die bei Cargo verbliebenen V100 disponiert. Bis Mai 1966 war in Hagen-Eck die Baureihe 78 stationiert. Hier bringt 78-468 den Essener Nahverkehrszug nach Hagen.
Die letzte Hagener Dampflokdienststelle war das Betriebswerk Güterbahnhof, das die letzten preußischen G10 der DB beheimatete. Hagen-Vorhalle war der Rangierbahnhof für die Ruhr-Sieg-Strecke und hat bis zur endgültigen Auflösung 1998 schrittweise alle Aufgaben des Güterbahnhofs Hamm übernommen. Die für die Wehrmacht entwickelten V-36 machten sich nach dem Krieg im zivilen Einsatz als erste wirklich brauchbare Dieselloks nützlich. In Hagen waren sie als Rangierloks, in Wuppertal als Nahverkehrsloks eingesetzt. Der Stausee bei Wetter trägt den Namen des Eisenbahnpioniers Harcourt. Ein Dampfzug überquert die Ruhrbrücke. Eine wesentlich größere Ruhrbrücke überqueren wir nun mit einer V100. Das imposante Viadukt gehört zur heutigen Güterzuglinie von Hagen-Vorhalle und liegt in der Einfahrt zum Wittener Hauptbahnhof, wo sie wieder auf die nördlich verlaufende Strecke von Wetter trifft. Das Viadukt zwischen Witten Hauptbahnhof und Wittenhöhe ist ca. 600 Meter lang und wurde zwischen 1913 und 1916 errichtet. Bis Ende der 70er Jahre gab es von Wittenhöhe nach Wuppertal-Wichlinghausen eine direkte Verbindung. Heute dient die große Ruhrbrücke nur noch der Zuführung von Güterzügen in und aus dem Güterbahnhof Hagen-Vorhalle. Selbst der Nahverkehr ist eingestellt. S-Bahn-Züge rollen von Witten aus über die nördliche Strecke nach Hagen. Der Bahnhof von Witten dient heute nur noch dem Nahverkehr. Nur auf dem Bahnsteig zwischen Gleis 3 und 4 ist der Charme der alten, aber ehemals durchaus eleganten Architektur zu spüren. Leider wurde der Bahnhof Witten viel zu spät unter Denkmalschutz gestellt. Das wird aber auch heute kaum respektiert, wie jüngste Bausünden zeigen. In diesem Zusammenhang ist auch ein Gebäude, das ehemalige Zentralmagazin, das heute die Lehrwerkstatt des Weichenwerkes Witten beherbergt, zu erwähnen. Hier handelt es sich um das einzige fast im Originalzustand erhaltene Bauwerk des späteren Kirchenbauers August Orth aus der Schinkelschule, der die Bauleitung für die Zentralwerkstätte der BME in Witten hatte. Dieser Orth'sche Bau wäre es wert, unter Denkmalschutz gestellt zu werden. Doch zurück zu den glorreichen Zeiten. Witten wurde dann also Zentralwerkstatt in dem Zentrum des bergisch-märkischen Netzes, möglichst nahe dem Kohlegebiet. Also Güterzuglokomotiven waren damals gefragt nach Fernschnellzügen und fliegenden Hamburgern, hat dann überhaupt noch keiner gefragt. Kohle musste transportiert werden und das war auch außerordentlich erfolgreich. Die Bergisch-Märkische hatte ein äußerst vielfältiges Lokomotivangebot und ich möchte damals nicht der Verwalter des Zentralmagazins gewesen sein, weil dort nämlich eine ganze Menge Ersatzteile vorgehalten werden mussten für diese ganzen verschiedenen Fabrikate an Lokomotiven. Hier die ab 1940 für die Weichenfertigung errichteten Hallen des Ausbesserungswerkes Witten, das lange Jahre eine in Frankreich gebaute Rangierlok besaß. V45007. Und die waren bei Rückgliederung des Saarlandes nach Deutschland so nicht besonders beliebt da unten. Und da hat man die verteilt auf die Werke und die Werke durften die dann als Werklokomotiven verschleißen. Vor der Kulisse des Werkes Witten rollt die preußische P8 38-2267 des Museums Bochum-Dahlhausen vorbei und erinnert so an eine Eisenbahn, die über 40 Jahre alltäglich für Witten war. Auch der Bahnhof Witten war ursprünglich an die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn angeschlossen. Heute lässt die Straßenbahn den Bahnhof links liegen und fährt nach Hefen. Die GT6-Triebwagen sind seit 1993 aus dem Verkehr. Der Denkmallok aus Witten ist seit 1968 der Dampf ausgegangen. Aber die Lokomotive hat da 15 Jahre gestanden. Hier sehen wir ein uraltes Bild von der Mannschaft, die eventuell dabei war, die 78-510 vom Vulkan in Stettin abzuholen und ihn possieren da vor dieser
relativ neuen Lokomotive im, sagen wir mal, im Raume Witten. Und hier ist die 78-510 natürlich schon wesentlich, ja, entfeinert. 78-510 nimmt hier Wasser im Dortmunder Hauptbahnhof. Die 78er waren aus Dortmund und dem gesamten Ruhrgebiet kaum wegzudenken. Die praktische Nahverkehrslok beförderte sogar Wendezüge. Der Dortmunder Hauptbahnhof zeigt sich relativ schmucklos. Und so wundert es nicht, dass er demnächst umfangreichen Baumaßnahmen zur Steigerung seiner Attraktivität unterzogen werden soll. Hier sind wir am Ende unserer urbergisch-märkischen Strecke angekommen. Sie trifft in Dortmund auf die gerade mal ein Jahr ältere Köln-Minder Strecke, die CME. Nun zurück zum Vortrag von Ulrich Haake. Hier sind wir in Dortmund. Es handelt sich hier um die Maschinenfabrik Wagner, eine Gründung aus der Familie Harcourt auch. Und hier können wir also die CME und die BME beide zusammen sehen in einer ersten Darstellung. Und das ist der Endpunkt der Strecke in Dortmund an einem Baum, nämlich einer Fehmlinde. Das heißt, das war also ein alter Gerichtssitz. Und wir kehren zurück zum Sitz der Wittener Eisenbahnfreunde. Applaus, jawohl. Nicht nur der Vortrag sollte den Geburtstag der BME würdigen, sondern auch eine umfangreiche Ausstellung im Märkischen Museum zu Witten. Guten Morgen, Frau Krede, ist alles in Ordnung? Ja, es sind schon einige Besucher oben. Ah, dann können wir die mal gleich hier inventarisieren. Federführend für diese Ausstellung waren die Eisenbahnfreunde Witten im Bahnsozialwerk. Mit dem Archiv der DGEG in Witten und der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft der Bogestra Bochum. Der Vorstand der EFW bedankt sich besonders bei den Damen Claudia Romanski, Eva-Maria Schmitz und Dora van Kampen. Ferner bei den Mitgliedern Hans-Ulrich Haake, Heimatforscher, Eugen Hübel, Modellbauer, Gerhard Fenzlau, Dreher und Bastler, Gerhard Schnier mit seinem Möbelwagen und Andreas Reinhardt, der die Nummer 491 bekommen soll. Ferner waren die Firmen beteiligt JS Filmproduktion, Iserlohn, Firma Märklin Göpping und das Weichenwerk Witten in Witten. Das Modell dieser 03 steht hier, weil die Lok der Baureihe 03 nach dem Kriege den gesamten Schnellzugverkehr von den Bahnbetriebswerken Osnabrück, Köln-Betriebsbahnhof und Köln-Dorsterfeld im Bereich der Bergisch-Märkischen Eisenbahn beherrscht. Eine Vitrine erinnert auch an die damaligen Utensilien, mit denen sich die Lichtbildner der Dampflokzeit bewaffneten. Hauptattraktion zum BME-Geburtstag war eine Fahrt über eine weitere BME-Strecke, der Ruhr-Sieg-Strecke. Bis zur Übernahme der Bergisch-Märkischen Eisenbahn durch die Preußische Staatsbahn baute das wackere Unternehmen noch eine ganze Reihe von Eisenbahnlinien. Dazu gehörten unter anderem die obere Ruhrtalbahn, die Ruhr-Sieg-Strecke, die untere Ruhrtalbahn, die Strecken Dortmund-Unna-Soest und Unna-Hamm. Hoffen wir, dass auch mit diesem Filmbeitrag die Erinnerung an die Bergisch-Märkische Eisenbahn wachgehalten wird. Große und kleine Kinder hatten ihren Spaß beim Ruhrwiesenfest, dem großen Open-Air-Sommerfest der Eisenbahnfreunde Witten. Grillzeit an der Ruhr,
Bei Exkursionen und Fototouren fehlte oft die Zeit zum gemütlichen Essen. Hier auf dem Sommerfest kann jeder Versäumtes nachholen. Ja, das ist ja, komm zurück. Die Hände hier ein bisschen. Ah, mit Stückchen, ich werde nicht mehr. Das ist aber wirklich. Das sind doch die richtigen Aufnahmen. Hat der Schotter überhaupt die richtige Körnung? Macht Spaß. Ja. Wenn der Fred das sieht, dann lässt man ja Rasen sehen. Das hat alles vor. Na, hoffentlich ist der Brandschutzstreifen okay. Da vorne ist noch ein Loch, das ist noch geregelt. Ja, das ist noch abgeschrieben. Sozusagen. Oh, der Rest kommt nachher. Ja, das ist doch toll, oder? Mann, ey. Aber ich meine. Mama, ich schieb das mal eben hier hin. Händischer Betrieb. Wenn der Zug kommt. Nein, du bist nicht gut. Wir fahren gegeneinander. Macht doch nichts, er hat das schon im Gefühl. Das war's. Und hier vielleicht die Eisenbahnfreunde von morgen. Die Faszination der Dampflok wirkt auch in der heutigen Zeit gerade auf Kinder und begeistert sie. Im Mai 2000 pendelte 78468 mit einem Museumszug zwischen Witten Hauptbahnhof und Wengern Ost. Die Personenzug-Dampflok war bis 1966 in Hagen-Eckesey zu Hause und kam fast täglich nach Witten. Fahrt über das berühmte Ruhrviadukt. Anlass der Pendelfahrten war ein großes Bahnhofsfest, das die Eisenbahnfreunde Witten veranstalteten. Für die Fahrzeugschau am historischen Bahnsteig stellte der Geschäftsbereich Cargo Lokomotiven zur Verfügung. Vereinsmitglieder nahmen sie für 3 Tage in Obhut. Geht nicht. Sogar das neueste Cargo-Pferd, 241-338 aus Oberhausen, reiste an. Der Pendelzug wurde in Fahrtrichtung Witten von der V36 gezogen. Eigentlich ist die 78 aber eine Wendezuglok und hätte den Zug schieben können, wenn es den entsprechenden Dampfsteuerwagen schon wieder gegeben hätte.
Im Dezember 2000 wurden die Stellwerker in Finnentrop von diesem Dampfzug überrascht. 78468 brachte den Sonderzug der Eisenbahnfreunde Witten nach Siegen. Zug und Lokpersonal stellten die Wittener. Hier Volke Brockmann und Ellen Frick. Und hier Willi Stratmann, dem Rolf Jansen zur Seite stand. Dunkle Wolken künden von der Arbeit des Heizers, der die Lok auf die Rampe von Altenhundem nach welchen Ennest vorbereitet. Auf der Rückfahrt erschien der Nikolaus im Zug. Auch zu ihm haben die Eisenbahnfreunde Witten einen guten Draht, sodass sein Besuch zur Jahresabschlussfahrt Tradition geworden ist. Für die Kleinen gab es Geschenktüten und für artige Erwachsene auch das eine oder andere. Oh, Kinder! Oh, da gibt's gleich was. Für die großen Kinder gibt's gleich was. Jetzt kommen erstmal die Kleinen dran. Die 100-Jahr-Feier des denkmalgeschützten Wittener Hauptbahnhof vom 29.09. bis zum 7.10.2001 gestalteten die Eisenbahnfreunde mit. Auf einer Bilderwand sah man die Entwicklung in dieser Zeit, die durch Modelle noch veranschaulicht wurde. Die läuft so leicht, da muss auch mal ein bisschen die abhauen und die nicht verfunden. Ja, was verschieben wir? Hast du den Internet da eigentlich angerufen wegen dem? Ja, was wollen wir denn nicht? Willi, du sagst es. Großes Interesse fanden bei großen und kleinen Besuchern die Modelleisenbahnen. Wieder eine viel bestaunte Ausstellung, die die Ernsthaftigkeit des oftmals belächelten Hobbys unterstreichen sollte und damit dem Ansehen der Eisenbahnfreunde in der Öffentlichkeit diente. Wie aber wird man zum Eisenbahnfan? Werner Wölke erinnert sich. Mein Großvater mütterlicherseits war Lokführer, mein Vater war Lokführer. Und aufgrund der Wohnung meines Großvaters und auch der Wohnung meiner Eltern haben wir immer wieder in der Nähe eines Bahngleises gewohnt. Und dann hat das sich automatisch ergeben, dass ich quasi mich auch für die Eisenbahn interessierte. Natürlich wurde diese ganze Angelegenheit zumindest von meinem Großvater unterstützt, sodass ich recht schnell eigentlich auch die Lokomotivbau rein kannte, so wie damals oder wie heute zum Beispiel Schüler und Kinder die Autos kennen. Symbolträchtige Anfahrt im Bahnhof Witten. Auch zukünftig wird den Eisenbahnfreunden nicht der Dampf ausgehen. Wir im Land Vereinsheim die Wittener Hauptbahnhof begrüßen. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir das erste Mal eine Jahreshauptversammlung in unseren eigenen Räumen abhalten können. Eine ganze Menge Arbeit und Schweiß steckt hier drin, damit es so geworden ist, wie es jetzt ist. Zumindest in unserer Vortragssaal hat, glaube ich, an Größe gewonnen. Und damit auch Attraktivität. Die Eisenbahnfreunde Witten blicken stolz auf ihre 20-jährige Vereinsgeschichte zurück. Denn in ihr ist auch die Hoffnung für eine erfolgreiche Zukunft begründet.
Das Jubiläum der Eisenbahnfreunde wurde am Wochenende 8. und 9. März mit Veranstaltungen in und um den Bahnhof Witten begangen. Vor der ehemaligen Güterabfertigung war die Kindereisenbahn die große Attraktion. Auf der anderen Bahnhofsseite war zwar gerade Baustelle, dafür ergaben sich interessante Blicke durch die historische Bahnsteigüberdachung. Für große und kleine Fans gab es Lokmitfahrten. Wie sah der aus? Nein, Volke war ja die ganze Zeit oben. Diese Eisenbahner schwärmen gerade von Volke Brockmann, dem 103-Lokführer schlechthin. Der ehemalige Bochumer Fahrdienstleiter ließ sich zum Lokführer umschulen, um auf seiner Lieblingslok auch selbst fahren zu können. Nach Witten war die letzte Einsatzlok der Baureihe 103 gekommen, die 219, die bis zum 20. März noch als Bremslok im Werk Opladen Dienst tat. Da konnten ruhig die modernsten ICE-Züge vorbeikommen. Die 103 interessierte mehr. Auf dem zweiten Führerstand übernahm der bekannte Hagener Lokführer Willi Stratmann das Regiment. Er erinnerte sich noch an die großen Leistungen der einstigen DB-Stahllok, der 103. 17 Wagen von Wiesbaden, von Mainz nach Dortmund. So, auf geht's. Mit Ablieferung der Serien 103 hatte Willi Stratmann seine Dienste auf der 103 begonnen. Auch nach seiner Pensionierung hat er seine Lokführerberechtigung behalten, fährt aber für die EFW meist Dampflokomotiven, vorwiegend 78 oder 38. Willis Lokführerkarriere hatte auf den Hagener 0310 begonnen. Die legendären Renner aus der Dampflokzeit haben in der 103 würdige elektrische Nachfolger gefunden. Hier ist die Museumslok E03001 mit einem Sonderzug zur CeBIT unterwegs, wenige Tage nach dem Wittener Fest. Einige Tage später fand auch die EFW-Sonderfahrt mit der Bochum-Dahlhausener V36 statt. Reiseziele waren Altenförde und Meinerzhagen. Gerade der Kontrast zur heutigen Regionalbahn verdeutlicht, dass zwischen Plattform und Doppelstockwagen rund 50 Jahre liegen. Im Vollmetall ging es über Brügge bergauf. Die Strecke Brügge-Meinerzhagen-Dieringhausen soll im Jahr 2004 wieder mit Regionalzügen befahren werden. Ob dann solche Fotofahrten noch möglich sein werden, ist noch fraglich. Auch wenn vieles der alten Eisenbahn den sogenannten Bach hinuntergeht, die Eisenbahnfreunde Witten haben gut lachen. Denn Spaß muss sein. Wie bei diesem Foto halt, zu dem der alte Lloyd von Vereinsmitglied Jucho mit beiträgt. Vor dem Ortsbild von Kiersbe sehen wir den Fotozug wieder. Auch wenn es sich um eine schöne Fotostelle handelt, der Vergleich zur über 10 Jahre älteren Aufnahme zeigt deutlich Veränderungen. Allein durch den Bewuchs und die Telegrafenleitung. Auch solche Gegenüberstellungen sind ein Stück der Verkehrsgeschichte, die von den Eisenbahnfreunden Witten weiterhin mit Volldampf dokumentiert wird. Beginnen werden wir in Witten
denn hier feiern die gleichnamigen Eisenbahnfreunde ihren 25. Geburtstag und wir sagen herzlichen Glückwunsch und alles Gute für das nächste Vierteljahrhundert. Der einstige Diaguck-Verein, wie er sich früher schon mal etwas spöttisch und selbstkritisch bezeichnete, hat sich gemausert. Zum Jubiläum im März 2008 wurden zahlreiche Fahrten angeboten und eine beachtliche Vielfalt an Eisenbahnfahrzeugen präsentiert. Nur die Dampftraktion fehlte. Hier der Esslinger Triebwagen der Verkehrsbetriebe der Grafschaft Hoya. Auch die V36-005 kam von dort. Die Museums V60-915 war aus Hamm angereist. Viele andere Fahrzeuge, wie ein Taurus, die 221-135 und 212-007, sorgten für reichlich Betrieb um den Wittner Bahnhof. Der ehemalige Wartesaal, der derzeit ungenutzt ist, bot Raum für die Nachbildungen der Stars der Schiene. Vom Spielzeug, das auf Rundkursen daherratterte, bis hin zu fast perfekten Modellen, die sich in aufwendig gestalteten Dioramen mit angemessener Geschwindigkeit bewegten. Beide Extreme fanden ihre begeisterten Liebhaber. Für 72 läuft die Domo an. Genau wie du. Ich bin 3 Jahre jünger, Mann. Bei mir ist jetzt Jürgen Kowalewski. Er ist nicht nur Eisenbahnfreund, sondern auch Autofreund, Oldtimerfreund. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ich habe ein Goliath Dreirad aus dem Jahr 1961 und den habe ich vor langen, langen Jahren restauriert. Und ich freue mich, dass er also immer noch einwandfrei funktioniert. Ja, es sieht aus wie neu, ne? Ja, wenn man genau hinsieht, dann sieht man schon die Macken. Weil der wird auch noch tatsächlich benutzt als Lieferwagen, hin und wieder mal. Mm-hmm. Für Gartenabfälle oder mal einen Sack Zement zu holen oder sowas. Aber eigentlich fast zu schade, ne? Ja, wie man es nimmt. Ne? Also wenn man ihn nicht überlädt, dann nimmt das auch nicht krumm. Auto, Oldtimer ist das eine, der eine Teil Ihres Hobbys, der andere ist natürlich die Eisenbahn und die Modelleisenbahn. Erzählen Sie mal, wie das hier im Verein aussieht. Ja, die Eisenbahnfreunde Witten haben vor längerer Zeit beschlossen, doch auch eine Modelleisenbahnanlage zu bauen. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten sind wir dazu gekommen, die in Modulweise zu bauen, damit man sie auch auf Ausstellungen wie zum Beispiel hier leichter transportieren kann. Und wir haben uns überlegt, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung standen an räumlichen Möglichkeiten und sind dann auf diesen Gleisplan gekommen, so wie hier ist. Die Anlage heißt Wittrup, wobei das Witt natürlich von Witten stammt und Trupp ist ja so eine, oder RUP ist so eine Endung, wie sie im Münsterland oft vorkommt. Und da die Anlage ja überwiegend flach ist, man kann ja auf so einer Modulanlage keine großen Gebirge herstellen, haben wir sie einfach gedanklich ins Münsterland verlegt. Also wir befinden uns jetzt quasi auf Augenhöhe und an uns ist gerade die V36 vorbeigefahren, digital gesteuert, nicht meine Welt. Ja, für mich ist es auch neu, weil wir heute zum ersten Mal mit der Digitaltechnik hier arbeiten. Das heißt, an und für sich ist die Anlage ja auch zum ersten Mal betriebsbereit oder wird dem Publikum betriebsbereit vorgestellt. Zur V36 haben die Eisenbahnfreunde Witten ja auch noch eine besondere Beziehung, weil wir zu unserem 20-jährigen Jubiläum vor 5 Jahren mit der V36 eine Sonderfahrt gemacht haben ins Sauerland mit einigen Plattformwagen. Die gehören allerdings nicht den Eisenbahnfreunden Witten, sondern das ist die Zuggarnitur aus dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Und was gibt es neben Modelleisenbahnen bei Ihnen noch für Schwerpunkte? Ja, hauptsächlich veranstalten die Eisenbahnfreunde Witten Vorträge über Eisenbahngeschichte oder über Eisenbahntechnik. Das können DIA-Vorträge sein und das sind auch neuerdings Vorträge, die nicht aus dem DIA-Projektor kommen, sondern von einer CD über einen Beamer.
Und die Vorträge haben natürlich die Eisenbahn zum Thema. Und zwar nicht nur die Eisenbahn hier in und um Witten, sondern aus der ganzen Welt. Wir hatten neulich einen Vortrag über die Eisenbahn in Japan. Wir haben schon Eisenbahnvorträge über die Eisenbahn in Südafrika gehabt. Und der letzte Vortrag, das war ein Vortrag, der interessierte wohl eher die Techniker. Da ging es um Gelenklokomotiven. Ich bin jetzt in Recklinghausen im Bürgerkeller, aber hier gibt es nichts zum Trinken, sondern hier ist der Hausherr Helmut Bürger. Und Sie sind ein riesengroßer Eisenbahnfreund und Sie haben auch hier ein kleines Relikt an das Ruhrgebiet. Richtig, ja. Und wir haben die Anlage gebaut, um nicht nur die kleine, der kleine Zeche zu haben, sondern auch einen richtigen Eisenbahnbetrieb mit Lokwechsel. Und Sie haben noch Fahrkarten gesammelt. Lokschilder haben Sie gesammelt und gefilmt haben Sie auch noch Eisenbahnen. Ja, ja. Erzählen Sie mal. Ja. Die Fahrkartensammlung, die fing insofern recht interessant an, als in den 30er Jahren ja alles noch über das Fahrkartenhäuschen ging, auch bis in den 50er Jahre hinein, wo man die Fahrkarte abgeben musste. Es war nun schwierig, ich wollte nie eine Fahrkarte haben, die durchgekreuzt ist, sondern eine einwandfreie, saubere. Dazu musste ich dann manchmal auch vom Bahnhof, vom Bahnsteig über ein kleines Mäuerchen springen, damit ich dann auf der anderen Straßenseite dann verschwinden konnte. Und auf diese Weise habe ich mir manche Fahrkarte in einem sehr guten Zustand gerettet. Und dann kam die 100-Jahr-Feier der damaligen Eisenbahn. Dann bin ich dann nach Nürnberg und habe damit auch mit einer besonderen Fahrkarte, die auch in meiner Sammlung ist, habe ich dann auch die Nürnberger Zeit erlebt und habe auch das erste Foto meines Lebens geschossen, nämlich die damalige 05001 in Stromlinienform. Und dann hatten Sie in Ihrer Lokschildersammlung noch unter anderem das Schild der 05. Ja. Daran kann ich ihn noch erinnern, das finde ich allerdings hier nicht mehr. Nein, dieses Schild habe ich auch durch Zufall erworben. Die Lok war ja in Hamm stationiert. Und durch Zufall ist durch unseren Eisenbahnbetrieb eine Möglichkeit für mich gegeben worden, dass ich nach Hamm konnte und konnte da die Lok sehen. Und da mir das Schild so gefiel, habe ich gefragt, ob ich das bekommen könnte. Ich habe es dann aber nicht genommen, weil es mir dann doch zu schmutzig und in einem Zustand erschien, wo ich nicht wusste, was mache ich damit. Dann hat es auf irgendwelchen Wegen Herr Bellingroth bekommen. Und als ich wieder mal bei ihm zu Besuch war, sah ich das Schild in seinem Wohnzimmer hängen. Und habe ich ihm die Geschichte erzählt und er sagte mir, wenn ich sterbe, dann können Sie das Schild haben. Und nach seinem Tod habe ich dann tatsächlich dieses 05er Schild erworben. Und das hat mir viel Spaß gemacht und ich habe deshalb immer Freude gehabt und habe daraufhin erst recht angefangen, Lokschilder zu sammeln. Das war eigentlich so die Grundlage. Und dann haben Sie noch einen Schrank voller Schmalfilme. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich fing dann an zu filmen und habe dann in erster Linie Eisenbahnfilme gemacht, zwar auch einige Privatsachen, aber die Eisenbahn hat mich ja immer interessiert. Sie haben auch vor 4 Jahrzehnten etwa mal das Ruhrgebiet dokumentiert. Ja, anlässlich einer Sonderfahrt des BDEF konnten wir das Ruhrgebiet fahren und ich habe dann natürlich die Gelegenheit wahrgenommen, das auch zu filmen. Und Sie werden es sehen, liebe Zuschauer, wenn wir jetzt in die Mottenkiste hineingreifen bzw. hineinspringen, wie das Ruhrgebiet vor 40 Jahren oder vor 4 Jahrzehnten ausgesehen hat. Der Bundesverbandstag der Deutschen Eisenbahnfreunde fand im Mai 1967 in Essen statt. Von hier aus gab es eine Rundfahrt durchs Ruhrgebiet, über Werksbahngleise, durch eine Industrielandschaft, die heute zum großen Teil verschwunden ist. Nach rascher Fahrt mit E10 durchs Ruhrgebiet auf DB-Gleisen kommt der Sonderzug im Rangierbahnhof Oberhausen-West an, wo er im Anschluss auf die von Eisenbahn und Häfen betriebene Werksbahn Richtung Thyssen-Stahlwerke übergeht.
Vorbei am Bereisungswagen von E und H und einer jungen Zweikraftlok geht es nun auf Werksgleisen Richtung Duisburg-Beek. Hier über die A3 nach Arnheim und anschließend in den Übergabebahnhof Deutscher Kaiser. Die Hochofengruppe von Duisburg-Beek. Die riesigen Anlagen der Kokerei Thyssen 4-8 in Hamburg. Das neue Walzwerk in Duisburg-Bruckhausen. Vorbei an Dienstlaken und Oberhausen-Stärkrade geht die Fahrt über DB-Gleise nach Gladbeck-West, wo DB-50er im dortigen Werksübergabebahnhof angetroffen werden. Auf dem Zwischenstück war 50-2490 am Sonderzug gewesen, die sich nun wieder verabschiedet. Eine Henschel D600 in der Kokerei von Scholven. Nun die Chemieanlagen von Scholven, nordöstlich von Gladbeck gelegen. Eine Krupp Typ Hannibal, hier der Typ Frechen mit Henschel 41E. Zwei Krupp Typ Essen. Nochmal der Henschel-Riese. Sie wurde 1972 von der Bergbau AG Herne-Recklinghausen an die DGEG verkauft. Über Hassel kommen wir an der Zeche Schlägel und Eisen auf dem Stadtgebiet von Herten vorbei. Weiter führt die Fahrt in den Hafen von Wanne-Eickel. Das 1962 gebaute Steag-Kohlekraftwerk am Rhein-Herne-Kanal. Jahresverbrauch 2 Millionen Tonnen Kohle. Über die Hafenbahn in Wanne-Eickel geht es in den Güterbahnhof vorbei an der Zeche Shamrock, die Ende Oktober 1967 stillgelegt wurde. Von Wanne-Eickel nach Herne sind es nur wenige Kilometer. Nun ist Mittagszeit und das Essen wird während des Zwischenhalts gleich auf dem Bahnsteig ausgegeben. So können die Sonderfahrtsteilnehmer den vielfältigen Eisenbahnverkehr immer im Auge behalten.
Das Personal des ETA 150, der am selben Bahnsteig wartet, bekommt auch ein warmes Essen. Wendehalt in Herne, bevor es über die Emschertalbahn via Castrop-Rauxel nach Dortmund wieder zurückgeht. Dortmund wird auch von unserem Sonderzug umrundet, da mit den Fahrgästen die Anlagen der Kokerei Hansa und anschließend die riesigen Flächen der Westfalenhütte im Nordosten gezeigt werden können. V200 des BW Hamm wurde schließlich der letzte Teil der Reise beschritten. Fahrt über die damals noch nicht elektrifizierte Strecke von Unna Königsborn aus mitten durch das Zentrum von Dortmund. Über Bochum-Langendreher und Bochum-Hauptbahnhof ging es dann zurück nach Essen. Die Teilnehmer dürften von der Vielfalt der Industrieanlagen im Ruhrgebiet tief beeindruckt gewesen sein. Denn so komprimiert konnte man nur auf dieser Eisenbahnfahrt einen Eindruck bekommen. Eisenbahngeschichte aus der Länderbahnzeit in Good Old Germany wurde bei der Jubiläumsveranstaltung in Witten als Diorama eindrucksvoll dargestellt. Und zwar die Anlage des ehemaligen KPEV-Bahnbetriebswerkes Steele Süd. Es lag auf Essener Stadtgebiet an der Grenze zu Bochum, also nicht weit von Witten entfernt. Erbauer Harald Vogelsang, bekannt als langjähriger Leiter des Eisenbahnmuseums Bochum-Dahlhausen, hatte die Vision, die Rotunde, also das Rundhaus mit überdachter Drehscheibe, in Dahlhausen wieder auferstehen zu lassen. Mit dem Diorama wollte er auch Stadtplaner und Geldgeber von seiner Idee überzeugen. Einen solchen Lokschuppen aus der Zeit vor 1900 gab es im Westen Deutschlands nur noch in Paderborn. Er wurde aber im Jahr 1970 abgerissen, obwohl er unter Denkmalschutz gestanden hat. Am Anfang war der stählerne Radreifen. Dann begann die Dampfeisenbahn ihren Siegeszug. Und schon bald gab es Rio Grande. Die amerikanische Bahngesellschaft schrieb Geschichte. Heute ist, für Jung und Alt, Rio Grande der Inbegriff von lebendiger Eisenbahn, von Videofilmen, in denen Dampf drin ist. Und wer es noch nicht gelernt hat, der hat es bald begriffen. Videos von Rio Grande gehören in jeden Wohnzimmerschrank.
Da geht es quer durch die Welt der Eisenbahn. 200 verschiedene Videos bieten reichlich Auswahl. Da ist viel Dampf dabei. Zum Schmunzeln gibt es auch etwas. Interessante und unterhaltsame Geschichten rund um die Eisenbahn. Gepaart mit faszinierenden Filmsequenzen. Eine bunte Mischung, die Unterhaltung für die ganze Familie bietet.